Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen BZK ist, und wie ihr sehen könnt, ist heute Don't Starve dran. Don't Starve ist noch in einer Beta-Phase, von daher solltet ihr, wenn es Bugs gibt oder irgendwelche Sachen, jetzt nicht allzu ernst nehmen, denn da wird sicherlich noch dran gearbeitet und das Spiel, das verändert sich auch mit der Zeit doch recht stark, denn ich habe das schon viel, viel früher angefangen zu spielen. Hier und da immer wieder mal reingeschaut, vor allem zu Updates und zu den ganzen Zeugs, und ja, es hat sich ein bisschen was getan. Und hier, wie immer, schauen wir uns kurz mal die Settings an. Ihr könnt halt einstellen, ob ihr Fullscreen oder halt Windows Mode spielen wollt. Wenn ihr das wollt, könnt einige kleine andere Sachen anmachen. Ihr könnt, wenn ihr mehrere Monitore habt, könnt ihr halt auch aussuchen, wo ihr denn spielen wollt, auf welchem Monitor. Bei mir ist es halt auf meinem zweiten Monitor. Und dann könnt ihr halt die Auflösung und natürlich auch die Refresh Rate noch bestimmen. Und hier halt sind drei verschiedene Audiokanäle quasi verfügbar, die man dann auch einstellen kann, was auch sehr interessant ist, wenn man mich fragt. Aber das sind solide Einstellungen, ist jetzt nicht wirklich so toll und groß und was weiß ich was, aber es geht auf jeden Fall. Und außerdem muss man noch dazu sagen, dass das Spiel eigentlich vorher nur über Google Chrome zu spielen war, also quasi in einem Browser. Das hat sich dann geändert und ist dann zu Steam rübergekommen, und momentan ist, wie schon gesagt, das Spiel in der Beta, und ihr könnt euch das Spiel besorgen für einen recht ordentlichen Preis. Ich glaube, so zwischen 12 und 15 Euro müsste es wahrscheinlich sein, je nachdem, ob die es halt zu diesem Zeitpunkt, wenn ihr euch das Video anschaut, den Preis reduziert haben oder nicht. Und es gibt auch noch die Aktion, dass es eine Gratis-Kopie zu einem Spiel gibt. Und ich denke mal, dass ich auch mit diesem WZK ist mal eine verlosen kann. Und die Spielregeln sind eigentlich ganz easy. Ihr sollt einfach nur ein Abonnent von mir sein. Vor allem ein bisschen längerfristiger Abonnent. Am besten, sagen wir es mal so, ja, wenn das Video rausgekommen ist, müsst ihr schon ein Abonnent gewesen sein, dann könnt ihr auf jeden Fall da mitmachen. Schreibt mir einfach einen netten Kommentar und wieso ihr das Spiel haben wollt, und dann könnte ich euch über Steam eine Kopie schicken. Und da suche ich dann zufällig irgendwen raus. Und sonst, ihr könnt gerne, wenn ihr das Video später seht, trotzdem meinen Kanal abonnieren, um meine ganzen neuen Videos zu sehen und benachrichtigt zu werden. Und außerdem könnt ihr dann beim nächsten Gewinnspielen mal mitmachen, wenn ich denn dann das nächste WZK ist mache und zufälligerweise wieder eine Kopie irgendwo von dem Spiel herumliegen habe auf meinem Steam-Account. Von daher, einfach abonnieren und Spaß haben mit meinen Videos. Okay, das war genug zu dem. Ihr seht, hier sieht man, man kann das Spiel verlassen, wenn man das will. Müssen wir aber momentan noch nicht machen. Sehr netter Artstyle, eher 2D gehalten. Ihr werdet das auch in Kürze dann im Spiel selber sehen. Dann kann man noch zum Forum gehen, wenn man halt zum Beispiel Bugs findet oder überhaupt sich ein bisschen mehr um das Spiel kümmern will und sich mit der üblichen Community ein bisschen austauschen will. Und hier sieht man, wann halt der letzte Patch oder der letzte Build quasi released wurde und wann das nächste Update ist, was auch sehr nett ist. Und man kann auch hier quasi draufklicken, damit man benachrichtigt wird, wenn es denn soweit ist. Okay, sonst könnte man auch noch hier drauf drücken, um sich mehr Spiele anzuschauen, denn das Unternehmen hier hat ein paar gemacht. Und zwar einige, die sehr bekannt sind, und das wird euch vielleicht ein bisschen verwundern. Und zwar Mark of the Ninja, was auch ich bald ein bisschen euch zeigen werde, und Shank 2. Dazu dann auch noch ein anderes Spiel, das nennt sich Eats. Das sind die vier Spiele, die diese Entwickler gemacht haben. Und der Entwickler, der nennt sich Klei Entertainment. Und die haben halt vier Spiele bis jetzt hergestellt, die recht gute Scores hier und da mal gekriegt haben. Mark of the Ninja hat eigentlich einen super Metascore bekommen auf Metacritics von 91. Eats eine 81 und Shank hat nur 67 und Shank 2 72. Wobei die beiden Shank-Spiele richtig gut sind. Also ich kann die auch nur weiterempfehlen, wenn ihr auf Brawler steht, sind das die Spiele für euch. Aber dann werden wir zu einem anderen Video dann kommen, wenn die Zeit gekommen ist, das dann zu machen und das zu spielen. So,
dann hoffe ich, dass alles auch mit den Aufnahmen bis jetzt geklappt hat und dass alles passt. Und da können wir ja das Spiel mal spielen. Wir können entweder weitermachen mit unserem schon existierenden Charakter. Ich glaube, ich würde das einfach mal machen. Ich habe ihn lange nicht mehr besucht. Oder wir könnten ein neues Spiel machen, genauso wie wir eine neue Welt erschaffen könnten. Denn die Welt ist auch einigermaßen interessant. Man könnte sich fast so vorstellen wie Minecraft. Ihr könnt auf einer Welt spielen, ihr könnt sie verändern, nur sie wird dann wieder resettet, aber einige Eigenschaften, wie zum Beispiel wie diese Insel, weil man muss auf einer Insel überleben und das geht es eigentlich in dem Spiel, wie diese Insel aufgebaut ist im Groben, das bleibt eigentlich jedes Mal von Playthrough zu Playthrough immer gleich. Wenn man das nicht haben will, dann kann man eine neue Welt erstellen und man kann sogar ein Spiel importieren, was auch sehr interessant ist als Feature. Und bei neuen Spiel, mal schauen, okay, ja okay, dann löschen wir das, weil wir wollen uns das mal anschauen. Aha, es gibt eine neue und eine alte Methode. Nehmen wir mal die alte, weil, oder? Nein, nehmen wir die neue, weil dann können wir uns mal anschauen, was eigentlich gemacht wurde. Ah nein, 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 dann verlieren wir unseren ganzen Progress. Wir können jedes Mal hin und her wechseln. Sehr interessant. Schauen wir uns mal die neue an. Wenn wir eh wechseln können, hin und her, ist es gut. Weil bis jetzt war es so, man kann Sachen erforschen und man muss auch Sachen erforschen. Und das Erforschen, das bleibt eigentlich bestehen, solange man die Welt nicht neu macht oder ändert. Und hier haben wir auch ein paar Charakter, die wir uns aussuchen können, die wir spielen können. Am Anfang hat man nur hier diesen Gentleman Scientist, der sehr cool ist, und zwar mit dem Namen Wilson. Und man kriegt, wenn man dann endlich dann es nicht schafft und stirbt im Spiel, und wenn man lang genug überlebt hat, dann kriegt man anteilig Experience. Ich weiß nicht, ob sie das ein bisschen wieder geändert haben. Wenn man zu früh stirbt, dann kriegt man gar nichts. Wenn man einigermaßen lange durchhält und überlebt, dann kriegt man Experience. Und wenn man genug Experience gesammelt hat, dann wird ein Charakter freigeschaltet, aber man kann nicht aussuchen, welcher Charakter freigeschaltet wird. Willow ist auch sehr interessant, hier könnt ihr halt lesen. Ich habe am Anfang überhaupt nicht geguckt, was es hier überhaupt als Extras gibt, als Fähigkeiten. Das kam wahrscheinlich erst später dazu. Und hier sieht man, dass sie immun gegen Feuerschaden ist, was sehr praktisch sein kann, wenn man denn ein Pyromane ist. Und sie fängt an, Feuer zu verbreiten im Dunkeln. Sehr nett. Wendy ist total süß irgendwie, nur sie kriegt Besuch von ihrer verstorbenen Schwester in der Nacht. Und die ist recht creepy. Und sonst hätten wir hier noch drei weitere Charaktere, die wir noch freischalten müssten. Aber ja. Und das Praktische an Wilson ist, dass er einen Bart kriegt und den kann man dann rasieren und dann kann man diese Barthaare nutzen, um bestimmte Sachen herzustellen. Was die anderen zwei Charaktere überhaupt nicht halt haben als Bonus. Von daher nehmen wir mal Wilson. Wobei jeder kennt eigentlich Wilson. Wenn ihr andere Videos zu dem Spiel gesehen habt, dann kennt ihr Wilson. Nehmen wir dann einfach Willow. Hört sich gut an. Okay, sie haben seit dem letzten Mal, wie ich gespielt habe, ein bisschen was verändert. Vor allem sieht irgendwie das UI ein bisschen weiter weg aus, was hier diesen Hauptbildschirm ein bisschen größer macht. Sehr nettes. Und vor allem haben sie auch die Stimme von diesem bösen Kerl, der uns hier zum Überleben rausgeschickt hat, geändert. Und die Leiste ist auch anders und anscheinend kriegen Sachen, die man essen kann. Oh, ein Vogel. Die man essen kann. So einen grünen Hintergrund, was auch sehr nett ist. Das gab es vorher nicht. Also das Spiel, das hat sich sehr stark geändert. Der Gobbler hier, das ist ein Riesenvogel, der Angst hat vor uns. Und wir können auf Sachen draufklicken und dann können wir sie uns entweder anschauen oder sammeln. Beeren sind zum Beispiel sehr praktisch zum Sammeln, denn die kann man essen. Dann Gras, damit kann man was herstellen, genauso wie mit Saplings. Und zwar kriegt man dann halt Twigs, also wie soll man sagen, so Holzstückchen, besser gesagt Zweige, mit denen kann man was anfangen. Dann Karotten gibt es in der Gegend, die kann man auch aufheben. Blümchen, die kann man auch teilweise essen.
Krähen und Vögel kann man sich anschauen und die kann man dann auch fangen, indem man eigentlich eine Falle baut. Und was auch sehr wichtig ist noch am UI eigentlich, man kann das Spiel pausieren, wenn man es will. Man kann speichern und beenden und meistens funktioniert das nur bei Autosave Points und das ist immer, wenn dann die Nacht beginnt und am Morgen, also zweimal am Tag, wird quasi gespeichert. Und dann können wir uns die Map anschauen, entweder wir drücken da drauf oder drücken Tab einmal und dann haben wir die Map offen und das pausiert eigentlich auch das Spiel. Damit wir uns auskennen, wo wir sind. Und die Map, die hat sich auch ein bisschen verbessert. Ist auch ein bisschen klarer geworden im Vergleich zu früher. Und hier haben wir unsere Casting-Leiste, oder eigentlich Crafting-Leiste, wo wir Sachen halt herstellen können. Aber was halt noch wichtig ist, hier unser Hungermeter. Denn wenn wir nicht mehr satt genug sind, dann fangen wir an auch HP zu verlieren, bis wir dann sterben. Das ist nicht gut. Hier ist die HP-Anzeige und hier haben wir noch eine Uhr, um uns anzuzeigen, wie spät es denn ist. Ihr könnt sehen, es gibt drei Farben. Gelb heißt, es ist Tag, es ist einigermaßen ungefährlich hier rumzugehen, wobei es gibt einige andere Gefahren, wie zum Beispiel Spinnen, dann noch ja, Schweinchen, die auf zwei Beine gehen, die aggressiv werden können, wenn wir sie attackieren oder belästigen. Und es gibt auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel Riesen, Vögel und was gab es dann noch? Ach, ich spoilere euch das nicht. Buffalos gibt es auch. Vielleicht gibt es noch mehr. Flint sollten wir auch aufheben, Feuersteine. Denn damit können wir dann ein richtiges Werkzeug herstellen. Und davon gibt es jetzt nicht wirklich so viel in der Umgebung normalerweise. Und deswegen sollte man eigentlich, wenn man denn einen guten Vorrat an Werkzeuge haben will, dann sollte man mit den wenigen Flints, die man findet, einmal eine Pickaxe bauen, damit man hier diese Steinklumpen da zerhauen kann und dann kommt man automatisch an ein bisschen Flint. Dann sollte man normalerweise, zumindest mache ich das, dann ein paar Äxte bauen, damit man die Bäume fällen kann und dann kann man einiges an Sachen herstellen. Vielleicht sollte man dann später noch eine Waffe herstellen und vor allem auch, was gibt es da noch, gucken wir uns das einfach mal an, hier eine Axt, Pickaxe, da brauchen wir halt noch Flint. Und das andere, das ist alles zugesperrt momentan. Oh. Toll. Jetzt habe ich aus Versehen eine Axt gebaut. Egal, schaut euch einfach an, wie wir hier einen Baum fällen. Wir sollten unbedingt zusehen, dass wir dann ein Lagerfeuer bauen. Denn das ist auch wichtig. Denn sonst kann uns der Boogeyman, sag ich mal, einen Besuch abstatten und uns töten, wenn wir ganz im Dunkeln sind. Und das Spiel ist wirklich dunkel. Also man sieht da nichts. Diese Hasen, die kann man, wenn man denn gut steht, attackieren und töten. Oder man baut einfach später eine Falle. Genau, Bienen gibt es auch. Die sind eigentlich friedlich, aber man kann sie attackieren, um an Honig zu kommen. Und man kann später auch selber Honig anbauen, indem man Bienen züchtet. Man kann allerhand Sachen anbauen und züchten. Das ist auch sehr interessant. Oh, okay, es wird wirklich dunkel. Wir sollten zusehen, wir könnten ein Lagerfeuer dann aufschlagen. Und ich mache das gerne immer in der Nähe von so einer Straße. Denn dann kenne ich mich ungefähr aus und ich kann es auch gleich finden. Oder wir können einfach so eine Fackel herstellen. Sonst können wir so eine Farm machen und dann eine Science Machine bauen, damit wir neue Sachen eigentlich erforschen. Aha, das habe ich auch noch nicht gesehen. Man kann also einen Heuballen machen, eine Heuwand. Aber wir machen jetzt mal ein Lagerfeuer. So, und schön hell ist es. Wir können dann ein paar Blümchen verwenden, um das Ganze anzufachen. Nur man sollte so ein offenes Campfeuer nicht zu lange, beziehungsweise zu stark brennen lassen. Denn wenn es zu stark brennt, dann kann ein Waldbrand entstehen, ja? Wie auch in den ganzen Ranger-Comics und Geschichten und Cartoons. Man sollte aufpassen mit offenem Feuer. Man kann dann später, wie wir hier sehen können, mit Steinen ein richtiges, sicheres Feuercamp bauen oder so ein Feuerloch, wie es hier steht. Und das Ding, das bleibt auch bestehen, geht nicht kaputt und das brennt auch sicher. Sammeln wir einfach hier noch ein bisschen Gras auf, so dass wir dann morgens nicht wirklich das einsammeln müssen. Ihr seht, es wird immer dunkler.
Und es wird gefährlich, wenn man im Dunkeln ist. Von daher bleiben wir hier in der Nähe unseres Feuers. Wir zünden das ein bisschen. Und noch mehr und noch mehr. Wir können dann auch noch ein bisschen hier so Eicheln nehmen. Und die noch benutzen. Oder wir können damit auch Bäume anpflanzen. Hier sehen wir eine Spinne. Die könnte aggressiv werden und uns attackieren, was nicht wirklich so nett ist. Aber eine Spinne alleine ist eigentlich nicht zu gefährlich. Wir können auch essen, beziehungsweise wir können kochen. Wir kochen mal hier die Beeren. Denn gekochtes Essen sollte erstens leichter verdaulich sein. Und zweitens sollte das auch ein bisschen mehr unseren Hunger stillen. So, dann haben wir gekochte Beeren und die können wir jetzt zum Beispiel essen mit einer rechten Maus. So. Normalerweise spare ich mir das Essen immer ein bisschen und lasse den Hunger größer werden. Ich weiß nicht, ob sie an der Hungermechanik irgendwas gemacht haben, geändert haben. Ah, gekochte Samen. Das weiß ich halt nicht wirklich, wie gesagt. Holz brennt natürlich besser als irgendwelche kleinen Blümchen, ist logisch. Und von daher, also ich weiß nicht, ob, wenn man jetzt zum Beispiel mehr Hunger hat, dann wirklich hungriger wird, als wenn man einfach weniger Hunger hat. Also jetzt wird es fast schon morgen sein, von daher wäre es totale Verschwendung, irgendwas noch ins Feuer zu werfen. Das Feuer, das brennt auch ein bisschen zu stark. Normalerweise sollte man ein bisschen vorsichtiger sein mit den Materialien und sie nicht wirklich verschwenden. Das will ich mir unbedingt anschauen. Ein Heulball, mal schauen, oder eine Wand. Genau, wir können also wirklich so ein Camp dann bauen. Das ist sehr interessant. Das muss man schon sagen. Und mit einem, mit einer Heuwand kriegen wir so 4 Segmente. Oder? Nein? Mal schauen. Mit der rechten Maustaste können wir die dann setzen. Und die können wir aber auch kaputt machen. Die Musik ist auch sehr schön in dem Spiel eigentlich. Und einigermaßen abwechslungsreich. Und der Artstyle, wie halt schon vorhin gesagt, ist eher so 2D. Ah, deswegen war die Spinne hier, weil es gibt ein Spinnennest. Und Spinnennester haben verschiedene Stufen und sie können halt ausgebaut werden und gefährlicher werden. Und mit einer der letzten Änderungen gibt es auf jeden Fall jetzt auch eine Spinnenkönigin, die recht gefährlich und stark sein soll. Und ihr seht, am Anfang der Welt sind allen, so ziemlich alle Spinnen, Nester, sag ich mal, Level 1, das heißt nur ein solcher Spinnenhaufen ist da. Level 2 sind es 2 und 3 dann 3 und das Ding ist recht groß. Und bei 3 kommen recht viele Spinnen nachts raus und das kann sehr gefährlich sein. Wir können jetzt das Ding einfach kaputt machen, wenn wir wollen. Was auch ein bisschen gefährlich sein könnte, denn ich weiß nicht, wie viele Spinnen da auf einmal rauskommen können. Oder wir können es einfach ignorieren und später dann kaputt machen, wenn wir dann auch eine Rüstung haben. Denn wir sollten eigentlich auch eine Rüstung bauen können. Mit ein bisschen Holz. Das können wir dann auch gleich uns ein bisschen anschauen, wenn ich das denn hier finde in einem neuen System. Aber wie ihr vielleicht gesehen habt, oben links gab es ein Flint. Das sollten wir auf jeden Fall aufheben und dann ein bisschen Stein farmen und Flint farmen. Hier ein Karöttchen. Ein paar Zweige. Und dann nach unten. Also es ist vor allem am Anfang recht chillig, nur später. Ich weiß nicht, ob sie das wieder geändert haben, aber zu dem Patch wurde es recht gefährlich einmal. Und zwar gab es... Ah, Gold. Und zwar gab es da dann... Wer sind die Dinger? Höllenhunde. Die einen vor allem nachts besucht haben, aber auch tagsüber in der Gegend rumstehen konnten. Und die waren richtig brutal. Und es gab auch eine zweite Version von Höllenhunden, die Feuer eingesetzt haben als Waffe. Nicht gut. Auf jeden Fall nicht gut. Man sollte sich verteidigen können. Eine recht gute Waffe ist am Anfang halt die Axt. Nur die ist jetzt auch nicht so prall. Da gibt es dann wirklich ein Speer, das ist recht gut. Vor allem wenn man dann noch eine Rüstung gebaut hat, dann wird es richtig gut. Wir könnten jetzt so eine Science Machine bauen und die sollten wir auch bauen. Können wir einfach mal hier ablegen. Sollte gut im Radius des Feuers sein, wenn wir dann ein Feuer hier hinstellen. Und wir sollten auf jeden Fall weiter hier die Steine kaputt machen, so dass wir dann vielleicht uns eine Schaufel erspielen, weil das ist auch noch ein Werkzeug, das recht nützlich sein kann. Und mit einer Schaufel hätten wir den Vorteil, dass wir wirklich dann Gräber ausheben können. Es gibt seltsamerweise auf dieser Insel Gräber.
Und in den Gräbern sind komische Items drin, die entweder zum Craften noch verwendet werden können, oder, was eher der Fall ist, sie geben recht viele Science Points, die man zumindest im alten System gebraucht hat, um an, also Forschungspunkte, um an neue Items zu kommen, beziehungsweise neue Sachen zu erforschen. Das werden wir uns in Kürze dann gleich ansehen, wenn wir hier ein bisschen weiterfahren. Okay, ich habe hier mein Werkzeug kaputt gemacht. Neues bauen und gut ist. Solange wir genug Zweige haben, was einigermaßen easy eigentlich sein sollte, und vor allem genug Flint, sollten wir keine Probleme haben, an Werkzeug zu kommen. So. Ja, ein bisschen Gold. Mir kommt so vor, als ob es früher ein bisschen mehr Gold gegeben hat. Wobei, das kann auch einfach nur Zufall sein. Und hier auf der Map seht ihr auch zum Beispiel Spinnen für so ein Spinnennest. Hier dann so eine Honigstock oder Bienenstock, besser gesagt, um zu wissen, wo es Honig gibt und wo es die Bienen gibt. Unser Köpfchen ist auch hier markiert auf der Map und ihr seht, man müsste das alles erkunden und sich mal anschauen. Und die Welt ist einigermaßen groß. Ich weiß nicht, wie groß diese Insel ist, aber sie ist sehr groß. Und sonst die verschiedenen Ressourcen sind auch schön aufgelistet. Und Gegner sind, glaube ich, nicht wirklich aufgelistet, aber vielleicht doch, wenn man sie dann sieht. Nee, ich glaube nicht. Und unsere Maschine ist auch hier unten. Was wir auch machen können mit einer Schaufel, was sie so nützlich macht. Wir können dann zum Beispiel Büsche, Gras, dann so Zweigen, Zweigdinger, oder besser gesagt halt kleine Bäumchen, die Zweige haben als Ressourcen. Und Bärenbüsche und Gras und sowas können wir dann auch aufheben. Denn ihr habt ja gesehen, wir bauen das Ding ab, weil es sieht dann anders aus. Und das ist deswegen, weil es nachwächst. So ziemlich jede Ressource wächst hier nach. Und wir können halt dann bestimmen, ob wir der Natur ein bisschen behilflich sein wollen, beziehungsweise ob wir es ein bisschen einfacher haben wollen. Und okay, ein Stack von 40 geht nur. Und ob wir halt alles ein bisschen näher haben wollen. Also wir können die Welt einigermaßen verändern. So, wir heben das auf. Ach ja, und wenn man hier in diesem Spiel stirbt, dann ist man wirklich tot. Also, man verliert den Charakter quasi. Das Einzige, was geblieben ist mit der alten Erforschungsmethode, war halt, dass man die Punkte behalten hat. Beziehungsweise die Punkte waren eigentlich weg. Oh, Lagerfeuer. So, das ist das beste Lagerfeuer. Die Punkte, die waren weg, wenn man gestorben ist, aber man hat halt die erforschten Sachen behalten. Und dadurch, dass es Nacht ist, könnten wir uns mal hier anschauen, was wir eigentlich machen können. Wir können Hüte bauen, eine Spinne. Nehmen wir die Axt sicherheitshalber, um sicher zu gehen. Und jetzt gucken wir, was passiert, wenn wir hier einen Nugget reinhauen. Können wir den? Nein, wir können keine Nuggets opfern. Interessant. Prototyp. Anscheinend brauchen wir die Materialien, damit wir dann ein Prototyp bauen können. Die Spinne hat Angst vor Feuer. Okay, eine Schaufel wäre gut. Und eine Waffe wäre gut. Wir können beides eigentlich, denke ich mal, herstellen. Nur wir haben halt nicht wirklich Platz. Ah, das ist interessant. Also wir brauchen nun die Materialien. Und dann können wir halt Sachen herstellen. Wie ihr vielleicht auch gesehen habt, wir könnten hier auch Holz, alles verbraten. Oh nein, nicht gut. Dann benutzen wir einfach ein bisschen Gras. Und ein riesiges Feuer. Was, genau, wir könnten einen Rasierer bauen, aber den können wir nicht wirklich gebrauchen als weibliche Person, weil uns wächst kein Bart. Diese Spinne, die geht mir echt auf die Nerven. So, bauen wir noch eine Waffe. Da können wir die Spinne eigentlich besiegen. Ah, nein. Nein, das ist zum Land beackern. Ja. Interessant. Interessante Neuerung. Und wo können wir das Ding hin tun? Da. Interessante Sache. Wir haben keinen Platz. Okay. Also es hat sich einiges getan in dem Spiel, was sehr schön ist. Wir können einen Hammer bauen. Wie ihr sehen könnt, da steht, dass er halt Sachen, die wir gebaut haben, niederreißen kann. Was auch praktisch sein kann.
Und sonst gibt es halt bessere Versionen von bestimmten Werkzeugen, sag ich mal. Und die brauchen kein Flint diesmal. Ah, interessant, interessant. Nur wir brauchen halt eine andere Maschine, und zwar diese Maschine, damit wir das erforschen können. So, was hätten wir sonst noch? Also das neue System, das ist sehr interessant, aber... Ja, genau. Hier ein paar Seile. Denn die braucht man dann für andere Sachen, wie zum Beispiel dafür. Und das ist eine Schlafmatte. Und mit ihr können wir halt dann schlafen. Und statt einer Rüstung können wir hier auch einen Rucksack tragen, damit wir Sachen halt aufheben können, die wir sonst nicht aufheben können, dadurch, dass wir halt keinen Platz haben. Aber diese Matten sind recht praktisch, denn wir können damit Nächte überspringen, weil wir gehen schlafen. Und die Nächte sind uns dann egal. Ich habe vorhin eigentlich schon mal angesprochen, dass das Spiel in einem 2D-Style eigentlich gemacht wurde. Was ich denke, mal auch sagen kann. Und isometrische Sicht, also so von oben, aber ein bisschen seitlich. Und nicht aus der Vogelperspektive. Das ist so wie ein üblicher MOBA oder ja, Diablo 3 zum Beispiel oder viele solche Spiele. Fortnite 2. Wir nutzen alle diese Sicht. Haben wir eigentlich eine Schaufel? Genau, wir haben eine Schaufel. Jetzt werde ich euch das gleich mal zeigen. Zuerst müssen wir sie aber noch nicht benutzen. Dann nehmen wir hier den Busch aus, denn das ist die beste Methode, finde ich. Zuerst abpflücken, was drin ist. Wobei ich glaube, dass sich das auch überschneidet, aber egal. Können wir gleich anschauen. Und dann könnten wir den ganzen Busch halt rausnehmen und dann könnten wir ihn woanders pflanzen. Also hier mit dem Bäumchen. Dann können wir halt jetzt zum Beispiel zu unserem Lager zurückgehen. Und dann können wir das Ganze absetzen. Mal schauen, wo ist unser Lager? Lager, 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 da. So. Und da können wir uns aussuchen, wo wir das Ding haben wollen. Hier. Ah, falsche Maustaste benutzt. So, die rechte. Und wir haben es gepflanzt. Und das können wir halt mit vielen Sachen machen. Und so uns das ganze Pflücken von verschiedenen Dingern ein bisschen leichter machen. Und wir brauchen nicht Ewigkeiten. Einmal nur drücken. Bis wir hier wirklich auf eine Sammeltour gehen. Wir können auch das Ganze ein bisschen besser machen und sichtbarer machen. Wir können auch vor allem das Gebiet ein bisschen sicherer machen vor Feuer. Und was auch sehr interessant ist, finde ich, wir können das Gebiet auch ein bisschen ja, übersichtlicher machen, so dass Gegner es nicht so leicht haben herzukommen, beziehungsweise wie sehen sie früher. Aber was auch sehr interessant ist an dem Artstyle, ist, dass es recht niedlich aussieht, finde ich zumindest. Und vor allem, was ein bisschen schlecht aber in dem Style ist, ihr seht, wir können uns zum Beispiel hier hinter einem Baum verstecken. Was hinter einem Baum fällt, ist ein bisschen schwerer anzuklicken. Und das ist eher so ein Minuspunkt an diesem Style. Aber ja, sonst ist eigentlich recht solide. So, wir bauen noch eine Axt, denn wir brauchen einiges mehr an Holz. Und dann sammeln wir es ziemlich alles auf. Also es ist wirklich ein Überlebensspiel, wo man zusehen sollte, alles aufzusammeln. Und ich glaube, nach dem dritten Tag wird es auch ein bisschen ernster. Und zwar, dass wir dann Besuch kriegen von Höllenhunden. Und das macht mir wirklich Angst. Wir müssen zusehen, dass wir... Ich kann hier nicht mehr nach unten, weil das sehe ich sonst nicht gut. Ich müsste auch zusehen, dass ich hier an die verbesserten Crafting-Materialien komme. Also das heißt, ich sammle jetzt zum Beispiel Holz. Oder Holzstämme. Und aus denen kann ich dann Bretter machen. Und das muss ich auch machen, damit ich andere Sachen halt craften kann, die ein bisschen komplexer sind. Das werden wir dann in Kürze erforschen. Und dann werden wir hoffentlich uns eine Waffe herstellen können und andere Sachen erforschen können. Und ich denke mal, sobald ich da ein bisschen was gezeigt habe, dann wären wir auch so ziemlich fertig mit dem Video. FPS kann ich euch jetzt nicht unbedingt sagen, wie viel das Spiel halt hat. Weil ich sehe es halt nicht, weil Fraps nicht funktioniert. Aber ich denke mal, dass es auf jeden Fall solide 60 sind. Und ja, es ist auf jeden Fall flüssig. Ich habe noch nie einen Lag gehabt in dem Spiel. Und es sollte auch eigentlich nicht so, ja, grafiklastig sein für euren PC. Also die Anforderungen, um das Spiel spielen zu können, sollten einigermaßen gering sein. Den Preis haben wir schon diskutiert gehabt.
Und das Gameplay ist sehr interessant, wie ich schon auch gesagt habe. Also es hat einiges an Tiefe, dadurch, dass man halt erstens überleben soll. Was nicht ganz so leicht ist in dieser kargen Welt, die vor allem dann auch von fiesen, bösen Monstern besiedelt wird. Die man dann später halt trifft im Spiel, wenn man halt weitergeht und weiter gegen da forscht. Und es hat was, also es hat einen gewissen Charme, vor allem, dass die Charaktere nicht wirklich reden können, sondern halt diese komischen Musikinstrument-Sounds machen. Der Soundtrack ist recht gut, die ganzen Sachen hier, wie zum Beispiel das Abbauen von Holz, also das Holzhacken an sich, das hört sich recht gut an. Oh, okay, das ist nicht gut, wir haben ihn geaggrot. Aber er lässt uns mal hier für einen Moment in Ruhe. Aber wir sollten was essen, vielleicht. Das wäre nicht schlecht. Oh. Ah, deswegen haben Nahrungsmittel einen grünen Rand. Weil sie können verderben. Interessant. Das gibt den ganzen Überlebens- und vor allem auch Essens-Hintergrund oder der Mechanik besser gesagt, noch ein bisschen mehr Tiefe. Ach, attackier die Spinne. So. Monsterfleisch. Oh. Die attackiert unsere... Und da haben wir Spinnenbeben. Und unsere Wand wurde attackiert. Interessant. Das Ding ist wirklich zuerst auf unsere Wand losgegangen. So ein bisschen mehr Gras. So viel Gras. Und wir haben hier ein schönes Monstersteak, das können wir mal verputzen. Und die Karotten. Wie es aussieht, die ganzen Sachen, die halten sich halt nicht wirklich lange. Was sehr cool ist, also ich hätte das nicht erwartet. Ich hätte es wirklich nicht erwartet. Machen wir hier jetzt noch ein paar Bretter und erforschen wir vor allem auch noch geschnittenen Stein. Und dann können wir mal gucken, Papyrus brauchen wir nicht wirklich. Wir wollten uns eigentlich hier anschauen, was haben wir alles. Das ist halt der Überlebensbaum, Licht und die Maschine wollten wir eigentlich machen, aber da brauchen wir 4, 4 und 6. Okay, 6 Goldnuggets, die haben wir noch nicht. Die haben wir noch nicht. Was können wir hier? Wir können uns einen Hut bauen. Was aber viel praktischer ist, ist ein Imkerhut. Denn der gibt uns ein bisschen Schutz vor Bienen. Nur der kostet einigermaßen viel Seide. Oder Spinnenweben, je nachdem wie man es halt sehen will. Was machen wir da? Ich würde sagen, wir stellen hier jetzt noch ein paar Bretter her. Das sieht sich schön aus, weil wir haben 20. So. Den Stein könnten wir auch hier ein bisschen schneiden. Denn wir brauchen sowieso mehr Nuggets. So. Und dann können wir gucken, was können wir da machen. Aha, wir können halt eine Brust bauen. Nein, nicht eine Brust, eine Kiste. Eine Schatzkiste, damit wir Sachen lagern. Die können wir bauen. Können wir sonst noch irgendwas machen? Nein, nicht wirklich. Zumindest nichts Interessantes. Wir können halt eine Falle machen. Dann sollten wir mehr sammeln. Wobei ich glaube, dadurch, dass die Episode so lange geht, sollten wir lieber ein bisschen aggressiver werden. Ja, wir sollten ein bisschen aggressiver werden. Wir sollten eine zweite Axt auf jeden Fall bauen, wenn nicht sogar eine Waffe. Gibt es da eine Waffe jetzt? Ein Hammer? Nein. Nein, nein. Doch nicht. Okay, Was machen wir da dann? Gute Frage. Es gibt verschiedene Fallen halt für Vögel, für Fische, eine Angel, dann gibt es für Käfer, weil man kann Leuchtkäfer fangen. Oder wie heißen die Dinger? Glühkäfer? Glühwürmer. Glühwürmchen kann man fangen. Und die kann man dann in Laternen stopfen und dann kann man ein bisschen besser sehen. Das ist auch sehr süß. Sonst gibt es auch hier ein bisschen Magie. Zum Beispiel mit dem Ding können wir uns wiederbeleben, falls wir sterben sollten, aber kostet ein bisschen was und vor allem Barthaare und wir haben keine Barthaare. Und dann können wir auch sowas bauen. Da brauchen wir aber einen Friedhof in der Nähe und den haben wir aber nicht. Von daher würde ich sagen, wir riskieren es ein bisschen und gehen einfach mal raus in die Welt.
und schauen, was es denn an bösen Viechern da gibt. Wir werden dann sicherlich sterben. Und dann war's das für die Episode. Ah genau, es gibt auch noch seltsam aussehende Bäume, die man fällen kann. Beziehungsweise man kann Bäume anzünden. Das kann ich euch auch zeigen, denke ich mal. Kann Bäume anzünden. Wenn man Bäume anzündet, dann... Man sieht, die Fackel, die verliert an Kraft, beziehungsweise an Haltbarkeit. Je länger wir sie halten und sie brennt halt langsam aus. Aber Bäume können brennen und wenn Bäume brennen, hinterlassen sie verbrannte Bäume. Die können wir dann hacken und dann kriegen wir Kohle. Braunkohle. Nein, nicht Braunkohle, Holzkohle. Und die können wir halt benutzen, um andere Sachen herzustellen. Und mit der Schaufel können wir, wie gesagt, Gräber ausheben. Hier und da auf Friedhöfen findet man auch Goldnuggets, die einfach rumstehen. Und man kann auch Geister finden, was auch sehr nett ist. Vor allem, wenn man Gräber aushebt und man kriegt zum Beispiel ein Amulett. Das Amulett, das kann man halt benutzen. Was kann man eigentlich mit dem Amulett jetzt machen? Wahrscheinlich für andere Rezepte müsste es eigentlich dann gut sein. Für Magie wahrscheinlich dann auch noch. Ja, also das Crafting und das Erforschen habe ich euch einigermaßen gezeigt. Es gibt halt viele verschiedene Sachen, die man halt herstellen kann. Und attackieren wir eine Biene. Oh, die ganzen Bienen kommen. Wir sterben an Bienen. Ja, wir werden an Bienen sterben. Also sie sind rot. Man sieht, sie verfolgen einen recht gut. Das heißt, sie sind aggressiv, wenn sie rot sind anscheinend. Würden vielleicht was essen. Wir regenerieren HP sehr, sehr langsam. Und wenn ich meine, wenn ich sage sehr langsam, dann meine ich auch wirklich sehr, sehr langsam. Toll, jetzt habe ich ein bisschen Haltbarkeit hier verloren. Da hätte ich gleich auch den Baum eigentlich kaputt machen können. Aber wir gehen einfach weiter mal. Ihr seht die Gebiete. Ah, Leuchtkäfer. Und ihr seht, es gibt halt verschiedenst aussehende Gebiete. Je nachdem, also das sieht eher so ein bisschen sumpfig aus. Oben Startgebiet eher wiesig und da sind auch die Gegner ganz andere und Gefahr noch ganz andere. Es gibt auch lebendige Bäume im Spiel, die einen attackieren. Und mal schauen, finden wir so einen? Nein. Wobei die können vielleicht. Nein. Normalerweise, wenn man einen Baum hackt, kann es passieren, dass ein anderer Baum auf einmal zum Leben erweckt und einen killen will. Was nicht wirklich nett ist. Und die Dinger, die halten auch ein bisschen was aus. Können die Straße noch weitergehen oder weiter nach Süden? Nein, gehen wir weiter nach Süden. Generell eigentlich, weil auf dieser Welt zumindest bei mir ist es so, ich kann nicht wirklich weiter nach Norden. Ich kann sehr, sehr weit nach Süden. Und je weiter südlich ich gehe, desto gefährlicher wird es hier. Ah, und da haben wir ein Spinnennest. Und wir sehen, wie wir noch langsamer hier auf diesem Spinnengebiet. Was auch sehr interessant ist, wir kleben am Boden. Und wir marschieren einfach nochmals weiter. Schauen wir mal, 35 HP immer noch. Wir haben keinen einzigen HP-Punkt wirklich craggen können in der Zeit, wo wir hier unterwegs waren. Nach der großen Bienenattacke. Und mal gucken, hier, das ist eher so ein Gebiet, wo es halt recht viel Stein gibt. Und da müsste es auch eigentlich große Vögel geben mit einem Auge, die ihr Nest hier haben. Das ist auch so ziemlich üblich halt für die, dass sie hier ihre Nester aufbauen. Weswegen auch immer. Okay, die Nacht beginnt bald und wir können schauen, ob wir wirklich im Dunkeln brennen oder ob wir den Wald anzünden oder was. Aber hier gibt es keinen Wald. Und das ist wirklich ein riesiges Gebiet. Das ist wirklich groß. Mit Stein. Weil diese Sachen, die ändern sich immer. Oh! Ein Haus von Schweinen. Schweine wohnen in Häusern. Und Schweine sind praktisch, weil man kann sie füttern. Und dann kann man... Oder... Naja, man kann sie füttern und sie geben einem Kot. Oder besser gesagt Dünger. Und den kann man dann benutzen, um eine Farm zu betreiben. Nehmen wir einfach unsere Fackel mal raus. Und wandern herum. Ist echt interessant, dass ich bis jetzt auf keinen einzigen Gegner gestoßen bin. Jetzt hört man ein bisschen was. Vor allem auch keine Feuerhunde. Das ist wirklich interessant. Ich
glaube, recht langweilig für euch. Weil wir sehen jetzt gar nichts mehr. Das Ding geht langsam aus. Und wir werden, glaube ich, einen furchtbaren Tod erleiden. Und der Boogeyman wird uns töten. Der Boogeyman wird uns töten. Wir können Kämpfer machen. Aber nein, versuchen wir zu schlafen. Im Dunkeln. Wieso nicht? Und wir sehen, es wird gespeichert und der Tag vergeht. Nein, die Nacht vergeht. Dieser Tag. Und das kann man halt nutzen, um instant quasi die Nacht zu überleben, ohne Probleme. Genau, Buffalos sind auch recht praktisch. Denn die haben auch Dünger. Und hier sehen wir Dünger. Nur so eine Herde ist halt meistens sehr, sehr weit weg. Was auch hier einigermaßen stimmt. Und man kann sie auch töten, um an ihre Haare ranzukommen, um sich dann einen Hut zu bauen. Nur sie sind sehr gefährlich und vor allem kommen sie in riesigen Herden, wie man hier sieht. Von daher lassen wir sie lieber in Ruhe und schauen, ob es was anderes gibt. Ah nein, wir sind jetzt ziemlich an den südlichen Rand angelangt. Es geht noch leicht weiter nach Süden und ihr seht auch hier das Gebiet der Bohnen, das sieht anders aus. Sieht sehr trocken aus. Sieht fast wie Heu aus, aber ist wahrscheinlich eher ein bisschen sandiger. Ist halt die Prärie. Es ist echt irgendwie ärgerlich, dass hier nichts ist. Wir haben keinen Tallbird gesehen. Das ist so einen großen Vogel. Und hier liegt sehr viel Dünger rum. Ich glaube, ich werde einfach so ein Buffalo attackieren und dann werdet ihr den Sterbe-Screen sehen. Hahaha. Wir sehen, unsere Sachen, die fallen alle zu Boden und wir sind fertig. Nach 4 Tagen gibt es schon so ein Screen, aber ja. Wir brauchen recht viel Experience, um hier den nächsten Charakter freizuschalten. 3110 sind definitiv zu wenig. Wir sind auf Level 4. Ja, wir können entweder jetzt ins Forum gehen, wir können es nochmal versuchen, oder ins Main-Menü gehen. Wir gehen ins Main-Menü. Und da wären wir dann eigentlich. Also wie gesagt, es ist sehr interessant, es ist sehr charmant, es ist teilweise auch sehr schwer, das muss man auch sagen. Und man wird sich selber dabei erwischen, wie man sehr lange dieses Spiel spielt und vor allem häufig spielt. Wenn man stirbt, dann wird man einfach dazu motiviert, nochmal es zu versuchen, eine andere Taktik vielleicht anzugehen, vielleicht eine andere Route einzuschlagen, sich was anderes anzusehen. Und ich kann euch das Spiel eigentlich nur weiterempfehlen, es ist günstig, es ist sehr interessant, es bietet einem einiges an Content und momentan, obwohl es in der Beta ist, ist es sehr solide, es funktioniert und die Entwickler, die bemühen sich wirklich andauernd hier neue Sachen für euch reinzubringen. Und ihr könnt euch momentan auch noch in den Foren halt anmelden und aktiv das Spiel mitgestalten, denn die Entwickler, die hören gerne zu und gehen auch auf die Spieler ein. Also, es ist eigentlich toll. Schaut euch es an, sagt mir, wie ihr es findet. Nicht vergessen, Gewinnspiel, schreibt mir einen netten Kommentar und sagt, wieso ihr das Spiel spielen wollt. Und dann könnt ihr vielleicht eine Kopie gewinnen. Ich werde mich dann auf jeden Fall über YouTube dann mit euch in Verbindung setzen. Und wenn ihr gewonnen habt, dann kriegt ihr definitiv so ein Spiel. Okay, das war's dann von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Was zum Kuckuck ist. Bis dann.